Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Ihr seht, ich bin wieder mal in meinem Browser unterwegs. Das heißt also, wir machen mal wieder was Softwaretechnisches. Heute geht es mal wieder um ein weiteres Preset-Pack rund um Luminar. Ich erhalte da immer relativ viel positives Feedback, was die Vorstellung der Presets angeht, und es wird öfters gefragt, wann es weitergeht, und deswegen habe ich mich entschlossen, euch mal ein bisschen was wieder zurückzugeben und habe ein weiteres Preset Pack gekauft, und das möchte ich euch heute vorstellen. Wer noch kein Preset Pack für Luminar sich gekauft hat und ich weiß, wie das geht, wir gehen ganz normal auf die Skylum Seite, die könnt ihr euch ja googeln oder schreibt einfach in eure Browserleiste skylum.com, könnt dann hier die Sprache umstellen. Wenn ihr schon mal auf der Seite wart, wird es automatisch auf Deutsch umgestellt, und dann geht ihr einfach unter Luminar auf den Link Marktplatz. Das machen wir jetzt. Und hier gibt es diverse Dinge, die ihr euch kaufen könnt. Einiges ist auch kostenlos. Für uns geht es heute um einen Signaturlook, also von einem Fotografen erstellter Look. Und zwar einen Premium-Look, und nämlich Cinematic Color Looks. Wir gehen auf Erfahre mehr. Hier sieht man eine kleine kurze Vorschau. Und dann gehen wir auf Learn More. Und da seht ihr schon die Besonderheit an diesem Look. Er ist nämlich kompatibel mit Luminar 3, wofür wir das jetzt hauptsächlich kaufen, aber auch für Lightroom Classic CC, also die Desktop-Version von Adobe Lightroom, und Lightroom CC, also die Cloud-basierte Version. In beiden Lightroom-Versionen könnt ihr die Looks ebenfalls verwenden, beziehungsweise sie sind einfach auch für Lightroom angelegt und erstellt worden. Jetzt weiß ich nicht, warum der Autor das gemacht hat, ob er sie erst in Lightroom hatte und dann für Luminar konvertiert hat oder umgekehrt. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt hier nicht alles durchgelesen. Eine weitere Besonderheit neben der Kompatibilität zwischen Luminar und Lightroom ist der Fakt, dass ihr 4 Looks kostenlos erhalten könnt. Dafür gebt ihr hier einfach euren Namen ein, hier einfach eure Mailadresse, klickt auf Download Now und schon erhaltet ihr 4 zusätzliche Presets für Luminar und auch für Lightroom. Außerdem, wer die Version kauft, erhält 8 zusätzliche Looks. Diese 8 zusätzlichen Looks kosten dann 24 Euro. Das ist ein recht ordentlicher Preis. Also 3 Euro pro Look quasi, wenn man so will, pro Preset. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich kann da nichts sagen zu der Qualität. Und genau darum soll es ja heute in dem Video gehen. Denn das machen wir jetzt einfach gemeinsam. Ja, ich habe den Browser jetzt geschlossen. Wir sind hier jetzt direkt in Luminar 3. Ich habe 8 Bilder in meinem Favoritenordner gelegt. Ob wir die jetzt alle nutzen, weiß ich noch nicht so genau. Sind Bilder von unserem letzten Ausflug. Wir waren am Schiffshebewerk in Niederfinow in Brandenburg am Oder-Havel-Kanal. Darum soll es hier aber heute nicht gehen. Ich werde sicherlich noch ein Travel-Video dazu veröffentlichen. Hier und heute soll es um die neu erworbenen Presets bzw. um die 4 kostenlosen Presets gehen. Um diese einzufügen, wer das noch nicht gemacht hat, muss seinen Ordner entpacken. Ich habe dafür einen eigenen Ordner mittlerweile für meine Presets für Luminar. Die Premium Cinematic Color Looks habe ich bereits eingefügt. Ich füge jetzt nur noch die Free Cinematic Color Looks, also die 4 kostenlosen, welche ihr haben könnt, ein. Dafür markieren wir die einfach und gehen auf Öffnen, oder ihr klickt sie einfach doppelt und ihr haltet ganz schnell eine Bestätigung, dass die Looks eingefügt wurden. So, beginnen wollte ich vielleicht mit diesem Bild hier, und dafür gehen wir jetzt auf Bearbeiten. Das Bild ist bereits geöffnet, und dann, wenn ihr hier auf eure LUTs geht, dann
seht ihr hier die Vorschau, welche ihr haben könnt. Und da hätten wir jetzt Premium Cinematic Color Look, das sind die, die wir kaufen können. Und auch die Free Cinematic Color Looks. Leider liegen die nicht zusammen in einem Ordner, sondern in zwei Ordnern. Aber gut, diese Free Cinematic Color Looks, die könnt ihr euch selber anschauen. Die könnt ihr ja kostenlos auf der Seite downloaden. Wir nutzen jetzt die 8 Premium Looks und erhalten in der Vorschau diese Looks hier. Und beginnen, denke ich mal, einfach gleich direkt mit dem ersten, welcher sich 60 Sekunden nennt. Und wir erhalten hier so einen auf alt getrimmten Look. Sehr körnig. Ich mache hier mal ein bisschen größer. Das Ganze wirkt sehr körnig und ziemlich auf alt getrimmt. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Dann haben wir den Look Action Spy. Legen den mal drüber. Nicht ganz so körnig, nicht ganz so knackig, ein bisschen dunkel vielleicht. Ich wurde nach meiner letzten Preset-Vorstellung angeschrieben, dass ich bitte nicht hier drüben so viel scrollen soll in den Filtern, damit nicht jeder direkt die Möglichkeit hat, die Looks nachzubauen und somit quasi kostenlos an die Looks herankommt. Diesem Wunsch komme ich hier dann einfach mal nach, denn ja, die Arbeit soll ja dann auch honoriert werden. Dann gehen wir hier in so einen grünlichen, türkisenen Look hinein. Ja, schon ein sehr spezieller Effekt. Was auch hier auffällt, ist die grobe Körnung des Bildes. Ich setze zwischendurch mal zurück und lege dann erst den Neon-Look drüber. Der ist dann nicht ganz so körnig, aber dann doch schon sehr grünlastig und das Ganze scheint über die Farbtemperatur bzw. die Färbung und über HSL realisiert zu sein. Fire and Ice, da erhalten wir diesen Look. Der gefällt mir sehr gut. Hier würde ich jetzt mal noch versuchen, über den Sky Enhancer vielleicht den Himmel noch etwas zu holen. Und das gelingt auch ein Stück weit. Ansonsten hätten wir noch unsere AI, in diesem Fall 2.0. Dann ziehen die auch mal noch drüber. Vielleicht auf 50%. Und dann haben wir ein sehr nettes Preset. Gefällt mir sehr gut. Hat einen sehr guten Look. Mal schauen, wie das Ganze dann auf den anderen Bildern wirken wird. Der nächste Look, Make It Personal, wieder sehr grobkörnig gehalten. Hier wird auch der AI-Filter mit genutzt. Sehr erstaunlich, das ist das erste Preset-Pack, wo ich das sehe, dass der AI-Filter mit genutzt wird. Ja, ist jetzt nicht so meins. My Evil's Big, der nächste Look, sieht auch sehr gut aus. Was ich auf jeden Fall entfernen würde, wäre diese Körnung, diese extreme Körnung. Ist nicht so mein Fall. Und dann der letzte, My Name is Max. Ebenfalls sehr körnig, ihr seht es hier. Warum auch immer man das so macht. Aber dieser Look hat auch irgendwie so ein bisschen Charme, möchte ich es mal nennen. Ich schaue dann doch mal noch in die 4 kostenlosen Looks hinein. Da haben wir Authentic Randy. Eine relativ klassische Bildentwicklung, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben mal noch den Sky Enhancer mit hinein, um den Himmel rauszuholen. Das funktioniert recht gut. Dann haben wir Green Notebook. Eine ähnliche Entwicklung. Hier wieder der AI-Filter, der schon genutzt ist. Wir probieren das gleiche wieder mit dem Sky Enhancer. Ja, kann man so benutzen. Geht ein bisschen ins Dunkle hinein, aber nicht schlecht.
Royal Fun ist der dritte kostenlose Look. Wieder etwas körniger. Die Lichter etwas, ja, heller. Aber kann man sich auch gut was raushören. Kann ich mir gut vorstellen, dass man hier mit ein paar Reglern noch ein bisschen was zusätzlich aus seinen Bildern heraushören kann. Und der letzte Look, Shallow. Eine sehr kontrastarme und farbarme Bildentwicklung, aber der Look hat was. Ich muss ja jetzt fast sagen, dass die vier kostenlosen Presets bald besser wirken, bald besser sind als die 8 gekauften. Wir gehen noch mal hier rüber in die Premium Looks. Hier hat mir eigentlich nur Fire und Ice wirklich richtig gefallen. Das gefällt mir recht gut, das sieht sehr, sehr gut aus. Und My Evil's Big. Wobei hier die Körnung relativ stark ist. Ich würde sagen, wir probieren mal noch ein weiteres Bild. Und zwar würde ich da dann mal dieses Bild hier nutzen. Hier haben wir mal ein bisschen mehr Himmel, ein paar Wolken. Und wir gehen nochmal die 8 Looks durch. Wir fangen mit dem ersten an. Ja, hier ist das Bild etwas heller. Hier wirkt der Look sehr, sehr nice. Gefällt mir gut. Würde ich jetzt noch ein bisschen korrigieren. Ist ein bisschen zu hell jetzt das Ganze. Und ein bisschen zu dunkel. Mache ich jetzt mal nicht. Oder mache ich es doch? Doch, ich mache es noch schnell. Wir gehen in die RAW-Entwicklung hinein. Reduzieren mal noch etwas die Lichter. Die Schatten etwas hoch. Und nehmen die Belichtung dafür etwas runter. Und wir erhalten einen relativen Aquarell-Look. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht nice aus. Okay, dann Action Spy. Da sieht die Vorschau schon sehr vielversprechend aus. Der Himmel ist recht gut entwickelt, finde ich. Also sehr schön die Wolken herausgearbeitet. Das Blau passt gut zum restlichen Look auf jeden Fall. Ich hätte es gerne ein bisschen farbenfroher. Ich würde jetzt ein bisschen mehr Grün und ein bisschen mehr Blau hier reinholen. Aber bei diesem Bild gefallen mir die Looks auf jeden Fall schon mal erheblich besser. Wir kommen zu Badness Club. Das ist wieder das grüne Bild. Ja, ist jetzt nicht so meins. Dangerous Neon. Auch recht nett. Und dann Fire and Ice. Mal schauen, was der hier macht. Ja, das Bild ist viel zu hell. Gehen wir mal ein bisschen runter. Dann sieht das schon besser aus. Erhöhen wir noch die Schatten etwas. Und dann finde ich, kann man das Bild schon gut nutzen. Ich aktiviere mal den Sky Enhancer. Jawohl. Und die künstliche Intelligenz können wir ja auch mal noch drüber legen. Muss ja nicht zu viel sein. Sehr schöne Entwicklung, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall mal ein anderer Look. Ein Look, den ich wahrscheinlich so selber gar nicht entwickeln würde. Ich würde da so in der Richtung gar nicht drauf kommen. Man müsste jetzt hier den Himmel noch ein bisschen vielleicht ins Blau wieder zurückholen. Aber im Zusammenspiel mit der restlichen Bildentwicklung passt selbst der ja nicht mehr korrekte Himmel. Also finde ich ganz cool. Fire and Ice gefällt mir wirklich bis jetzt am besten. Make it personal. Ja, nicht so meins. My Evil's Big. Der sah vorhin auch sehr gut aus. Macht wieder so ein ja, Collagen-Look, so ein Aquarell-Look, nicht Collage, Aquarell meine ich natürlich. Ja, sieht ganz nett aus, finde ich. My name is Max. Geht so ins Altgetrimmte, hat was. Hat hier bei dem Bild wirklich Charme, finde ich. Wir schauen uns noch schnell die vier kostenlosen an. Authentic Randy. Ja, Himmel noch ein bisschen nachbearbeitet. Sehr gute Entwicklung. Green Notebook. Gefällt mir auch sehr gut. Also wie schon beim ersten Bild machen die kostenlosen LUTs, die vier Dinger hier, wirklich eine sehr gute Arbeit. Presets, Entschuldigung. Royal Fun sieht auch sehr gut aus. Schöne, blasse Bildentwicklung. Schon in Richtung Schwarz-Weiß. Und Shallow.
Stark. Also die vier kostenlosen LUTs Presets kann ich jedem nur empfehlen. Also ist auf jeden Fall ein guter Beginn einer Bildentwicklung, finde ich. Also kann man gut was mit anfangen. Wir gehen nochmal in unsere Favoritenliste und ich schaue mir mal noch dieses Bild an. Achte bitte nicht auf die Personen hier drauf. Normalerweise müsste ich die jetzt rausschneiden, das Bild zuschneiden, dass ihr die nicht seht. Ich denke, man erkennt sie auch so nicht. Da wir hier noch in den kostenlosen LUTs sind, Presets, mein Gott, was habe ich denn heute mit den LUTs? Presets, nutzen wir diese jetzt auch direkt. Beginnen wieder mit Authentic Randy. Hier müsste man noch etwas nacharbeiten. Das Bild ist etwas hell, aber das würde man hinkriegen. Sehr interessante Bildentwicklung auf jeden Fall. Green Notebook. Holt die Gewitterwolken, denn das waren hier wirklich Gewitterwolken, sehr, sehr gut raus. Sehr nice, gefällt mir richtig gut. Auch der Rest, die Stahlkonstruktion des Schiffhebewerkes, sehr gut entwickelt, finde ich. Royal Fun, wieder der eher blassere Look. Und Shallow. Sieht auch sehr gut aus. Hier wieder etwas grobkörniger. Hat wohl auch ein bisschen was mit der Farbtiefe zu tun. Wir gehen in die Premium Presets, in die 8 Stück und gehen wieder von vorne los. Hier wieder sehr grobkörnig, schon ja eigentlich sehr, sehr derb. Jetzt schaue ich hier doch mal. Ja. Man nimmt hier einfach die Körnung zur Hilfe. Wenn man die auslässt, gefällt mir der Look wesentlich besser. Aber gut. Dann der zweite. Sehr ähnlich, etwas dunkler, die Farben nicht so knackig. Auch hier nehme ich mal die Körnung raus. Einfach um euch das Ganze mal zu zeigen und ja. Wirkt schon fast zu weich, aber da muss man sich dann hier mit den Einstellungen beschäftigen, der einzelnen Filter und dort ein bisschen rumschrauben. Aber ich finde, man kann hier dann doch am Ende des Tages sich ganz gute, ja, Presets vielleicht sogar auch selber bauen. Also das wäre jetzt hier so gar nicht meins, das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt schauen wir mal bei Fire and Ice. Das passt jetzt hier auch nicht so ganz in die Geschichte hinein. Ich nehme mal den Polfilter raus, dann wird es sehr hell. Und die Himmelsstruktur. Ja. Also es geht, aber hat mir bei den anderen Bildern besser gefallen. Make it personal. Nicht so meins. My Evil's Big. Die Entwicklung finde ich eigentlich immer sehr gut. Ich schaue mal, wo hier die Körnung, wenn wir die noch rausnehmen. Cooler Look. Gefällt mir richtig gut. Coole Sache. Und mein Name ist Max. Ja, wieder so das auf Alt getrimmte. Auch sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Gut, ich denke, ein Bild könnten wir noch machen. Und ich entscheide mich dann einfach mal hier für dieses Bild. Das wird das neue Schiffshebewerk. Oder ich nehme dieses Bild. Hier haben wir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Details drin. Schauen wir mal, was uns hier geboten wird in der Bildentwicklung. So, wir starten mit dem ersten Preset. Ganz nice. Wir sind dann wieder bei dem Punkt Körnung, den ich hier deaktivieren würde und dann würde mir das Bild schon recht gut gefallen. Action Spy. Hier sind die Farben denn so ein bisschen rausgenommen. Wenn wir die Körnung rausnehmen, gleiche Effekt, gefällt es mir persönlich besser. So, dann das dritte Preset für mich überhaupt nicht, ja, nicht das, was ich mir vorstelle. Es liegt gar nicht so sehr an HSL, Teiltonung wahrscheinlich und der Fotofilter. Okay. Der vierte LUT, das vierte Preset, Entschuldigung,
gleiche wie bei dem davor. Und jetzt mal schauen, was Fire and Ice uns hier anbietet. Etwas sehr überbelichtet. Nehmen wir die Belichtung etwas runter. Dann schaut es doch schon erheblich besser aus. Wirkt etwas matschig, etwas unscharf. Könnten mal den Polfilter noch rausnehmen, dann wird es besser. Und dann gefällt mir das Bild auch schon recht gut. Also ihr seht, mit ein paar kleinen Änderungen in den einzelnen Presets erhaltet ihr eigentlich sehr schnell sehr, sehr gute Ergebnisse, wie ich finde. Ja. Make it personal. Erhalten wir wieder diesen türkisenen Look. Und My Evil Spick. Sehr, sehr cool. Ihr wisst schon, was kommt. Körnung raus. Und sehr cooler Look. Bisschen heller noch das Ganze. Sehr, sehr cool. Und My Name is Max. Sieht auch nett aus. Sehr, sehr schöne Bildentwicklung hier für dieses Bild. Wir schauen noch die vier kostenlosen Presets an. Starten mit Authentic Randy. Jo. Gefällt mir eigentlich bisher am besten. Aber ich denke, jetzt wird es noch besser. Weil jetzt der Himmel ein bisschen mehr hervorkommt. So sieht es auch aus. Sehr schöne Bildentwicklung. Also doch, gefällt mir gut. Cool gemacht. Ich nehme mal den Pullfilter noch raus. Ja, hier wirkt der Pullfilter richtig gut. Royal Fun. Erhalten wir dieses Ergebnis. Der Himmel völlig überbelichtet. Müsste man jetzt hier für das Bild etwas anpassen. Und Shallow. Sieht auch sehr gut aus. Gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. So viel zum Preset Pack für Luminar 3 bzw. Luminar 2018 Cinematic Colorlux, einmal in der Free und einmal in der Premium Version. Ihr habt also jetzt alle 12 erhältlichen Presets gesehen. Ob man die 24 Euro ausgeben muss für die 8 zusätzlichen Presets, ja, ich würde direkt sagen nein, denn mit den 4 kostenlosen Looks ist man sehr, sehr gut aufgestellt. Also dann, die machen eine gute Grundentwicklung, egal oder fast egal, was für ein Bild ihr nehmt. Und mit ein bisschen Korrektur könnt ihr euch ja, sehr schnell sehr gute Looks zaubern. Ja, wenn ihr diese Looks, Presets auch gerne mal in Lightroom sehen wollt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, denn für mich soll es das hier zu diesem Video gewesen sein. Ein neues Preset Pack, welches ich euch heute hier in der Premium-Version zusätzlich vorgestellt habe. Außerdem mit dabei gewesen die vier kostenlosen Packs. Schaut doch mal in meine älteren Videos, dort habe ich euch schon zwei Preset Packs vorgestellt, nämlich das Holiday Pack und das Dramatic Landscape Pack. Ein Pack, was ich auch selber sehr oft nutze. Gefällt mir gut. Das Holiday Pack, ja, muss man nicht unbedingt haben, finde ich. Ist nicht ganz so stark. Und beim Cinematic Pack würde ich dann auch schon sagen, fährt man mit den 4 kostenlosen Presets sehr, sehr gut. Ob man die 8 anderen noch kaufen muss, ich sage nein. Aber hatte ich euch ja gerade schon erklärt. Das ist auch nur mein persönliches Empfinden, mein persönliches, ja, wie soll ich sagen, mein persönliches Feedback zu diesem Pack. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewinnen können von diesem Preset Pack. Und ich hoffe in diesem Zusammenhang, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, denn so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald neuer Stoff auf meinen Kanal online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, ein super schönes Wochenende und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.